Ja, moin Pyrus, willkommen zu einem neuen Feuerwerksprospekt. Heute haben wir Heimwerk, Bau- und Hobbymarkt oder Bau plus Hobbymarkt. Vorbesteller, Feuerwerkliste auch dabei. Haben wir hier. Gehen wir gleich noch drauf ein. Auf jeden Fall haben wir hier Top-Marken Leslie, Funke, Argento, Gao, Nico, Weco, Zink und viele mehr. Klingt top. Präsident Pyro, wenn ihr keinen Sonderpreis Baumarkt in der Nähe habt, mitnehmen. Brauche ich nichts weiter zu sagen. Funke, Red Blue, schönes Ding, mitnehmen. Leopard oder Colored Leopard sagt mir jetzt nichts. Zinkraketen Z2, die Schütteffekte. 3,99 pro Stück, das wird pro einzelne Rakete sein, was mich jetzt wundert, weil man den Scheiß eigentlich nur als komplette Box abgeben darf. Naja, dann haben wir hier mal böse Nachbarin, böse Schwester, 1-2 Polizei, böser Koch und wütender Heidi von Leslie. Eigentlich alles Produkte, die auch immer beim Sonderpreisbaumarkt dabei gewesen sind. Müsst ihr euch mal ansehen. Ich werde hier jetzt nicht so viel zu den einzelnen Produkten sagen oder irgendwie, weil wir sehen, wir haben hier echt eine lange Liste. Ja, scharfe Schote von Nico erscheint mir doch recht teuer. Colored Box von Nico ist wohl sowas wie vom Weco, die 100 Schussheuler. Nicht Heuler, wie heißen sie, diese Powerbox und sowas. Daneben. Twinsonic, Leslie 198 Schuss für 11 Euro. Ihr könnt euch vorstellen, dass da nicht gerade viel rauskommt. Die White Red Rebel von Leslie für 30 Schuss, mit 30 Schuss für 27,95 erscheint mir recht teuer. Aber wir müssen ja dieses Jahr mit Anstieg der Preise rechnen. Ja, aber dennoch, das ein oder andere ist doch recht ordentlich. Der Mohawk von Leslie sieht aus wie ein kleiner Verbund, ist aber nicht. Das ist eine einzelne Batterie mit 32 Schuss. Die Double Deck, ja, die gab es mal deutlich weniger, aber bei manchen Online-Shops, da kosten die noch mehr. Also, ihr müsst wissen, ob das Ding euch so viel wert ist. Ich persönlich finde die zu teuer. Rainbow in the Dark von Funke für 40 Euro. Die Aeon von Argento, naja, ist jetzt nicht ganz richtig. Ich glaube, das ist Albert, aber egal, am Ende ist es trotzdem der gleiche Schuppen. 4 Euro kann man sich noch mitnehmen. Die Red Blue hatten wir schon. Die Gold Blue von Funke kann man auch einpacken. Die 16 Schüsser von Argento, da haben wir hier auch gleich drei nebeneinander. Die Scorpio, die Veronica und die Plasma. Ja, online kriegt ihr die günstiger, aber wer mal in den Geschmack kommen will, kann sich die noch mitnehmen, wenn er will. Dann haben wir hier die Blitzrums, eine 100 Schuss mit ja, Salutschlägen halt. Weiß ich jetzt nicht unbedingt so. Rapid Thunder von Argento für 45 Euro. Daneben die Brokat Pastel. Ist wohl, glaube ich, der ungefähre Preis, was die auch online kostet. 13 Schuss ist, glaube ich, jetzt aber nicht unbedingt richtig. Die hat, glaube ich, schon ein paar mehr. Dann die Funkenweite-Skala. Daneben der Push It to the Limit Verbund. Absolute Kaufempfehlung. Also ich habe den online von den Shops, wo ich jetzt so unterwegs bin, noch nirgendwo günstiger gesehen als 92 Euro. Gleiches gilt hier drüben, sehe ich gerade für die Candy Mountain auf jeden Fall einfach mal mitnehmen. Die Feuerwand vom Funke, gut, da lässt sich drüber streiten. Die haben wir hier in Brokat, Rotblink und in ja, Crackling hier, wie es draufsteht. Ich persönlich bin kein Freund davon. Das ist mir auch einfach ehrlich gesagt für das, was da rauskommt. Es sieht geil aus, ja, aber ich finde, es ist halt einfach zu teuer. Die Hut oder Hut, wie auch immer. Sagt mir jetzt nichts, ist von Gao. Die Drohnen oder Dwan kenne ich jetzt auch nicht. 44 Euro. Wolfdog von Leslie, ich glaube, die gab es auch günstiger beim Center Shop. Ne, nicht Center Shop. Doch, dort glaube ich war die. Müsst ihr mal reinschauen, ich habe jetzt nicht alle Preise im Kopf. Die Leopard, wie gesagt, kenne ich nicht. The Legend von Leslie, oha, übertreibt halt, mitnehmen. Ne, ich habe für meine noch 100 bezahlt. Aber, ja gut, die steht ja auch schon seit Silvester 2022 auf 23, also die liegt ja schon ein Jahr rum. Gibt es bei Thai, glaube ich, für 160 und diversen anderen Shops. Kostet die wohl auch ein bisschen mehr. Habe ich jetzt auch nicht so krass die Preise im Kopf. Aber nehmt euch die mit, schaut euch aber vorher ein Testvideo an, das Finale ist absolut brachial. Da macht ihr überhaupt nichts mit verkehrt. Ist natürlich auch ein ordentlicher Preis, ne? Ist halt bestehend aus 4 Batterien. Dann die Neon Outburst, die gab es definitiv günstiger beim Center Shop. Doch, Center Shop, ja. Die Brutal oder Brutal Buffalo sagt mir jetzt nichts. Die Prezi, die hatten wir ja schon mitnehmen. Die Active Cracker von Sena oder Senna sagt mir jetzt persönlich nicht so zu. Die Whistling Palms von Funke. Leute,
Das ist irgendein Baumarkt und der haut dir mal übelst die fetten Dinger mit rein. Mitnehmen. Screaming, Krüsand, Dingenskirchens von Funke. Gefällt mir persönlich, finde ich aber ein bisschen teuer. Dann haben wir hier die Pyroshow 1000A von Funke. Da erkenne ich jetzt nicht, was das genau sein soll. Das ist die Palermo, absolute Kaufempfehlung. Da macht ihr nichts mit verkehrt. Mitnehmen. Ey, nein, warte. Auszoomen. Ne, also mitnehmen, definitiv. Ne? Also das ist eine absolute Kaufempfehlung bei Teil. Ohne Code kostet die 89 Euro. Daneben die Biker von Iskra. Naja, wem es zusagt, die Sensation Gao, kenne ich nicht. Heisenberg von Leslie, die kostet online, glaube ich, auch nochmal ein gutes Stück mehr. Müsst ihr aber am Ende des Tages wissen, ob ihr so viel für den Verbund zahlen wollt. Das Ding hat es natürlich ordentlich in sich. Ne? Also definitiv die Mammut von Leslie. Daneben Dezemberfest von Leslie, sagt mir jetzt beides nichts. Supernaut 1 von Funke, 269 Euro. Also der Schuppen, der hat es wirklich in sich. Dann die Paranoid 2 von Funke für 222. Ey, wirklich, also mega Verbund, das trifft es eigentlich ganz gut. Daneben, wie gesagt, eine absolute Kaufempfehlung, die Candy Mountain. Hier müsst ihr selber gucken, ne? Also da, sie sind gut, aber müsst ihr wissen, ob ihr das Geld dafür bezahlt. Also wenn ihr da guckt, ihr kriegt auch ganz viel Einzelnes davon, ne? Oder einzelnes Zeug hier, da könnt ihr hier gefühlt alles einmal mitnehmen, schon fast übertrieben gesagt natürlich. Dann die The Piano Man von Leslie, das Ding kenne ich nicht, sieht aber irgendwie nach, ja, achso, hier steht es auch dran, Verbundfontänen, ja, Leuchtkerze, ich denke mal, das wird genau sowas sein. Die 48er Thunder Kong, die gab es, glaube ich, auch mal günstiger, aber um davon mal in den Geschmack zu kommen, kann man sich das eigentlich noch mitnehmen. Dann hier die Crazy Kings, 40 Single Shots, das waren 32, ja, da würde ich dann schon eher zu denen da oben greifen, aber naja. Bada Boom, Bada Bang von Leslie für einen Zehner. Ja, Touch of Gold von Leslie, irgendwie seit 20 Jahren im Sortiment, gefühlt seit 20 Jahren wird das Ding jedes Jahr teurer, liegen lassen. Dann den Wolkenkratzer von Leslie, ist natürlich ein guter Vulkan eigentlich, aber 15 Euro finde ich hart. Wackling Shots, sagt mir jetzt nichts, Blitzgranaten lassen aber darauf deuten, dass das Strobos sind oder so. Dann das Nikorömische Licht, Blitzkaliber, wie komme ich jetzt auf Blitzkaliber? Keine Ahnung. Großkaliber. Ja, das ist ein Röli mit Zerleger. 6 Euro finde ich ein bisschen hart. Aber wer weiß, was die ganzen anderen Preise davon jetzt online sind. Ne? Das ist so das Zeug, was ich jetzt eigentlich gar nicht mehr so verfolge, weil es halt schon lange dabei ist. Aber für einen Test kann man es mal mitnehmen. Dann hier Roman Fire, also römisches Licht, 180 Schuss. Ja, gut. Venezia von Nico, Verbundfontäne für 15 Euro. Daneben Etna, 3 Stück von Nico für 4 Euro, das kann man sich mal mitnehmen. Die Tornado-Wirbel für 7,50 Euro. Ja, bedingte Empfehlung. Dann Thunderbolts von Argento mit Leuchtspuraufstieg, das müsste ein blauer sein. Für 8 Euro macht ihr da nichts verkehrt. Ebenso das Rauchspurgeschwader von Funke, auch mitnehmen. Laserbolts, das ist ja quasi von Argento. Die Moskitos so gesehen. Ist am Ende das gleiche. Junge. Feuerwirbel von Funke mitnehmen. Neon Clouds für 7,99 Euro. Auch sehr guter Preis. Einpacken. Strobus. Könnt ihr euch einpacken. Ist jetzt nicht so meins. Bengalfeuer. Daneben Smoke Tubes. Dann die Nico Delta. Sind natürlich schon ordentlich teuer. Pro Rakete 3 Euro. Die gibt es aber online auch für einen deutlich höheren Preis. Also schaut die euch an, wenn sie euch gefallen, nehmt die mit. Die Crackling-Raketen oder die Five-Raketen von Funke kann man mitnehmen. Daneben die Fantastic Rockets von Nico. Ja, da sieht man schon, dass da 15 Raketen 20 kosten. Es gibt bessere Alternativen, aber wie gesagt, die Preise steigen dieses Jahr. Wer weiß, vielleicht ist das ein guter Preis. Deswegen, ich sag mal, eine bedingte Empfehlung. Dann haben wir hier auch schon das, was ich mir gedacht habe, dass es die Raketen nämlich überhaupt nicht einzeln geben wird. Die Z1 und die Z2 für 40 Euro, absolute Kaufempfehlung. Egal, was ihr davon nimmt, beide absolute Empfehlungen. Dann ist Silber und Gold von Funke sage ich schon, Weko finde ich persönlich zu teuer. Das sind hier, glaube ich, gerade mal 6 Raketen oder so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, 4 goldene, 2 silberne. Finde ich einfach zu viel, ist so.
Dann zoomen wir nochmal ran, aber ich sehe schon 130 Teile Weko, 14 Euro. Das ist jetzt auch nichts, wo ich jetzt so unbedingt sage, packt das euch ein, das müsst ihr haben. Was ihr aber haben müsst, ist das Funke Blättertanz. Jetzt zoome ich nochmal raus. Das ist auch eine absolute Kaufempfehlung. Die würde ich eigentlich, ja, empfehlen, so wie die Schüttraketen von Zink, die Z2. Da müsst ihr aber gucken, ob ihr lieber einen 10er mehr bezahlt und was, ja, qualitativ sehr hochwertiges haben wollt, oder ob ihr halt 30 bezahlt und auch was qualitativ sehr hochwertiges haben wollt. Ich persönlich würde mich dann aber schon für die Zink eigentlich entscheiden. Aber ihr macht mit beiden überhaupt nichts verkehrt. Die Shellwockels, das sind die 34 mm, kann man machen. Die 34er und 38er für 22 Euro kann man eigentlich auch noch machen, gibt es aber auch günstiger. Honey Badger, ihr müsst aber halt dran denken, ne? Fällt mir gerade ein, dass das natürlich im Discounter ist. Ne? Und für einen Discounter, Leute, wirklich, oder vielmehr für einen Baumarkt, wer auch immer den in der Nähe hat, wirklich, das ist halt gut, da kann man dann auch mal ein bisschen mehr bezahlen. Ne? Wenn ihr online liefern lasst und hier und da, ne, habt dann natürlich immer auch noch höhere Kosten. Honey Badger mitnehmen. Blauer Bärball, genau das gleiche, ist das Gegenstück zum roten Corsar, sage ich mal. Der rote Corsar, wenn ihr den irgendwie seht zum gleichen Preis, entscheidet euch für den roten Corsar oder ihr nehmt beide und vergleicht die mal. Ja. Reibkopfknaller von Nico, ja gut. China Böller D für einen 10er finde ich schon ein bisschen hart und das Dynamite Bag für einen 5er. Da wissen wir ja ungefähr, worauf, wenn es denn irgendwo noch auftauchen sollte beim Lidl, Aldi, ja, wer weiß, worauf man sich vielleicht einstellen kann. Ja, und das war's dann auch schon. War jetzt mal echt recht lang eigentlich. Ja, gucken wir mal nochmal. So, hier, da ist das. Ne? Finde ich ein bisschen mies gemacht hier eigentlich. Aber gut, dass man die nicht einzeln kauft, ist klar. Dann haben wir hier den Bestellschein, böse Nachbarin, bla bla bla. Artikel insgesamt haben wir hier 81. Dann gibt ihr hier euren Namen ein, Straße, Postleitzahl, Ort und E-Mail sowie Mobilfunknummer, falls irgendwas ist. Ja, abholen in Wittenberg oder in Luckenwalde. Ja, na, hier natürlich Bestellmenge, wie oft ihr was haben wollt und. Ja, das sollte eigentlich selbsterklärend sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Prospekt wieder. Bis dahin auf jeden Fall. Ciao.